kann ich mich als Erwerbsminderungsrentner freiwillig in der gesetzlichen Rentenversicherung versichern. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Im gesetzlichen Rentenrecht gibt es entweder eine Pflichtversicherung oder keine Versicherung. Die Nichtversicherung in der gesetzlichen Rentenversicherung ist gesetzlich nicht geregelt. Hört sich ein bisschen komisch an, ist aber so. Und die Menschen, die in der Rentenversicherung nicht versichert sind, können sich nach § 7 SGB 6, Sozialgesetzbuch Nr. 6, freiwillig in der gesetzlichen Rente versichern. Und dann zahlen diese Personen entweder einen monatlichen Mindest- oder Höchstbeitrag oder einen Geldbetrag, der irgendwo dazwischen liegt, in die Rentenkasse ein. Die Voraussetzung für die freiwillige Versicherung ist relativ einfach. Ich muss das 16. Lebensjahr vollendet haben. Ich darf natürlich nicht pflichtversichert sein in der gesetzlichen Rentenversicherung und sollte meinen Wohnsitz in Deutschland haben. Deutsche im Ausland dürfen sich aber auch freiwillig in der Rentenkasse versichern. Also Deutsche, die ihren dauerhaften Wohnsitz im Ausland haben, dürfen sich hier auch noch freiwillig versichern. Wer kann sich auch noch freiwillig versichern? Rentenbezieher einer vorgezogenen vollen Altersrente dürfen auch zur Aufstockung der eigenen Rente freiwillige Beiträge in die Rentenkasse einzahlen. Wann endet der ganze Spaß? Mit Ablauf des Kalendermonats, in dem der Versicherte seine individuelle Regelaltersgrenze erreicht hat. Spannend wird es mit den Beziehern einer EM-Rente. Solange der EM-Rentenbezieher nicht wegen einer Tätigkeit neben der Erwerbsminderungsrente versicherungspflichtig wird, was bei vielen EM-Rentnern der Fall ist, die eine teilweise Erwerbsminderungsrente haben, kann er oder sie ohne Probleme freiwillige Beiträge in die Rentenkasse einzahlen. Es gibt im § 7 SGB 6 keinen Tatbestand, der bei Bezug einer Erwerbsminderungsrente eine freiwillige Versicherung ausschließt. Eine freiwillige Versicherung ist bei anderweitigen versicherungspflichtigen Beschäftigung oder selbstständiger Tätigkeit grundsätzlich ausgeschlossen. Erwerbsminderungsrentnerinnen und Rentner können sich im Grundsatz freiwillig in der Rentenversicherung versichern, aber nur dann, wenn sie keinen anderweitigen versicherungspflichtigen Job, wie zum Beispiel versicherten Minijob, haben. Die Möglichkeit der freiwilligen Versicherung bei Rentenbeziehern einer vollen Erwerbsminderungsrente endet immer mit Erreichen der individuellen Regelaltersgrenze. Wenn Sie aber weiter auch über der Regelaltersgrenze freiwillige Beiträge einzahlen wollen, müssen Sie einen Antrag auf eine sogenannte Teilrente wegen Alters stellen. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.